Im Südwesten der Stadt Linz befindet sich der Stadtteil Öd. Was für diesen Stadtteil spricht, ist, dass relativ viel grün ist. Es ist schön zum Wohnen. Einkaufszentrum, Ärztezentrum, alles ist in der Nähe. Im Nordwesten von Öd lockern parkähnliche Grünanlagen das Siedlungsgebiet auf, wohingegen das Wohngebiet weiter südöstlich dichter bebaut ist. Dort sind durch ringförmig ineinandergreifende Wohnobjekte Wohnhöfe entlang der Dorfstraße entstanden. Hier kommen Sportbegeisterte und Naturliebhaber auf ihre Kosten. In der Nähe der Wohnanlagen befinden sich ein Einkaufs- und Ärztezentrum, Schulen und Kindergärten, Erholungsparks und Sportanlagen. Viele Grün- und Erholungsflächen bieten Platz für Jung und Alt, um sich zu entspannen. Das Wohnungsangebot im Stadtteil Öd reicht von Gazonären bis zu Maisonette-Wohnungen, die über eine solide Ausstattung verfügen. Ältere Objekte wurden generalsaniert und durch nachträgliche Liftzubauten konnte die Wohnqualität in Öd gesteigert werden. Ja, ziemlich grün, also relativ ruhig. Es gibt viele nette Leute und so, viele Spielplätze, Kinder sind da auch viel und so. Ja, ich wohne in der Zibermeerstraße in einer Sackgasse. Das ist ganz ruhig, weil ist kein Durchgangsverkehr. Meine Wohnung ist 95 Quadratmeter mit einem riesen Balkon. Das Siedlungsgebiet Öd wird weiter ausgebaut. In der Kokoschka-Straße und in der Europastraße wurden bereits neue, attraktive Wohnanlagen geschaffen. Die WAG wurde mit dem OÖ-Wohnpreis in der Kategorie Urbanes Bauen für das Projekt in der Linzer Europastraße ausgezeichnet. Das Wohnteam 3 der WAG betreut die Wohnobjekte im Siedlungsgebiet Öd und ist der Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Wohnung und das Wohnumfeld.